Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zuckerbude. Und ja, ich war mal wieder auf dem Flohmarkt. Und zwar, Dorfflohmarkt stand an. Und es war so, ich war mit dem E-Bike wieder unterwegs. Hat sich auch wieder als Vorteil erwiesen. Ich bin mit dem E-Bike echt schnell, muss ich echt sagen. Ne? Ich habe auch E-Rollerfahrer gesehen, ne? Diese E-Scooterfahrer, die berüchtigte E-Scooter-Armada von jungen Leuten. Die sind da rumgefahren, ne? Und nicht nur junge Leute. Und auch in meinem Alter oder älter jetzt nicht unbedingt. Und sind da rumgefahren und ich habe die aber eiskalt überholt und so. An dem einen bin ich vorbeigefahren, die haben mich dann grimmig angeguckt, bin ich halt vorbeigefahren. Jetzt kommt die Flohmarkt-Rakete und bin dann eben vorbeigefahren mit meinem E-Bike und da haben sie mich grimmig angeguckt. Und ja, ich habe aber echt ein paar gute Sachen gefunden und es war dann sogar so am Ende, ich war so zufrieden, habe mir die restlichen Stände gar nicht mehr angeguckt und bin zufrieden mit meiner Beute nach Hause gegangen. Ja, wieder coole Sachen gefunden und ja, die will ich euch auf jeden Fall heute zeigen. Wie gesagt, Dorfflohmarkt, es waren extrem viele Häuser dabei, ich glaube 160 oder vielleicht sogar, oder ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, ne, aber wie gesagt, ich habe viele Häuser gar nicht angefahren. Aber da wo ich war, da habe ich ein paar schöne Sachen gefunden. Und bevor ich jetzt hier weiter rumlaber, zeige ich euch das mal. Deswegen sage ich einfach mal, los geht's! Ja, das ist aber kein Originaler, ne? Ne, hier steht's auch Big Ben. Haben sie auch Spiele eigentlich oder nur die? Gar nichts mehr. Schade, ich bin eher auf der Suche. Ich bin eher auf der Suche nach Spielen. Ja. Ich glaube, der ist nichts für mich. Aber trotzdem danke und ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg. Wir finden immer neue Sachen. Okay. So, jetzt hast du was gefunden. Siehst du? Okay. Wir finden alles irgendwann. Okay. Dann einfach mal angucken und fertig. Sind verschiedene. PS2, ja. Nintendo DS und ein Switch-Spiel. Ja, okay. Einfach gucken. Ja, das ist alles so Single. Ja. Gucken, was hier noch drin ist. Das ist die komplette Wii U. Okay. Mit Disney Infinity, die beiden Spiele. Okay. Du hast immer ein Häppchen mitgenommen. Oh ja, ne. Nee. Die Wii U habe ich schon. Was wollen sie für die Wii U haben? 200 komplett das Paket. Okay. Das ist aber ein Wii-Spiel hier, ne? Ja, kann man auch drauf, ja. Okay. Und das hier? Das würde mich eventuell interessieren. Das habe ich nämlich noch nicht. 15. Okay. Ja. Die muss ich nochmal gucken. Das habe ich schon. Die habe ich schon, Alter. PlayStation ist sehr verbreitet. Ja. Ja, die finde ich oft PlayStation. Habe ich auch wieder. Und hier, ja. Das hier, so Tierarztpraxis, ist einfach nicht so meins. Ne? Ja. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Die Wii U ist schon nicht schlecht, aber ich brauch's da nicht unbedingt, ich habe eine. Kriegen wir hier einen Zehner hin? Für einen Zehner will ich's mitnehmen. Ja. Okay, super. Ja, ich habe den Hamsi gemacht und es ging mit was los mit einem Switch-Spiel. Es war so, ich habe den Hamsi gemacht, die haben ein paar Sachen rausgeholt, PS2-Sachen, die mich gar nicht interessiert haben. Da war auch eine Wii U in OVP. Die eine weiße Wii U für 200 wollten sie dafür haben, mit noch irgendwelchen Disney Infinity Kram und so. Und ein Spiel, was ich schon hatte und so. Und hat mich jetzt nicht so interessiert. Wollte ich nicht ausgeben, ne? Sagen wir es mal so. Aber ein Switch-Spiel und zwar Sweet Power Football. Die haben gesagt, hier ein Football-Spiel. Ich dachte, erst Football. Oh, American Football. Ne? Aber das ist ein Fußballspiel. Ein Street-Fußballspiel ist es anscheinend. Und ich habe einen Zehner dafür bezahlt. Es ist mit Cartridge, ne? Also kein Download-Ding, aber hier unten steht, habe ich auch später gesehen, gebe ich offen zu, hier die Switch Online-Mitgliedschaft erforderlich. Ich habe die immer mal wieder, weil ich auch zwischendurch mal online zocke, kommt mal vor. Ne? Ich glaube, gerade aktuell habe ich keine, aber kann man ja auch mal erneuern. Ne?
trotzdem ärgerlich, weil das so ein Online-Ding ist eigentlich, ne? Und es gibt ja Download-Codes, es gibt ja sowas, da steht Download erforderlich oder was ich was, ne? Und ja, anscheinend gibt es sogar auch Mitgliedschaft erforderlich, ne? Ja, irgendwie trotzdem blöd, aber egal, ne? Habe ich es mir trotzdem mitgenommen. Ein 10er habe ich für bezahlt. War gar nicht mal so ein guter Schnapper, geht glaube ich für 12, 15 ungefähr, ne? Also ist jetzt kein Schnapper gewesen. Ich habe das aber noch nie vorher gesehen und ja, so ein Street Football, ne? Und wenn ich mal wieder die Mitgliedschaft habe, ne, gut möglich, wenn ich mal, dass ich die mit mir nochmal hole, allein für Mario Kart. Und wenn ich das mal wieder habe, dann werde ich das mal wieder zocken. Trotzdem blöd, dass man so eine Mitgliedschaft dafür braucht. Dann bringen die ein Spiel mit einer Cartridge raus und braucht trotzdem eine Mitgliedschaft. Finde ich eigentlich eine Sauerei, sage ich euch auch, wie es ist, ne? Aber ich will mich jetzt hier nicht aufregen über Nintendo, ne? Und könnte man, ne? Da könnten wir jetzt eine Debatte führen. Lasse ich aber lieber. So, auf jeden Fall gab es ein Street Football für die Switch, ne? War ein Anfangsdeal. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Mal gucken. Das gibt's ja aus. Ja, mach ich das. Ich glaube nicht, dass das irgendwie. Okay. Also, gerade so altes Zeug sammle ich. Ja, ja, das ist. Ja, kann man sagen. Altes ja. Zeug. Was wollen Sie denn dafür haben? Was wollen Sie, was ist es Ihnen wert? Ja, okay, also. Das sind nicht viel. Nee, also ich. Weiß nicht, ob Sie es überhaupt gebrauchen können, ne? Ich gebe Ihnen 5 Euro für alle 3. Ja. Machen wir? Okay, super. Ja, dann beim nächsten Deal war es so, war ein älterer Herr und eine ältere Frau. Ich weiß nicht, ob ihr den Deal, also gesehen werdet, habt, werdet ihr es auf jeden Fall haben. Ich weiß nicht, ob ich Ton hinpacken konnte, weil da lief Lizenzmusik. So, auf jeden Fall, habe ich da auch wieder gefragt, den haben sie gemacht und haben gesagt, ja, wir haben was, aber das wollen sie sowieso nicht haben und so haben die zu mir gesagt. Ich habe gesagt, ach komm, zeigen sie doch mal. Ja, das sind auch so alte Spiele und so. Ne? Und habe gesagt, ja, alt könnte gut sein und weiß ich nicht was und dann haben die mir das rausgeholt. Und dann habe ich für 5 Euro 3 Games mitgenommen. Ne? Also 3 Games für einen 5er sowieso schon fast immer gut. Ne? Und dabei war einmal für die PS3 Resident Evil 5 und das habe ich tatsächlich auch schon, das wusste ich auch, dass ich das habe, aber ich habe gedacht, ach komm, jetzt in dem Bundle-Deal, nimm das mit, pack's in eine Tauschkiste, ne? Resident Evil 5 war dabei und 2 PS1-Spiele, die ich tatsächlich beide noch nicht habe, ne? Sind Rennspiele, aber warum denn nicht? Einmal Need for Speed, brennender Asphalt, auch kein Platinum, also die gehen so in meine Sammlung, ne? Einmal Need for Speed, brennender Asphalt, gab's einmal, Need for Speed, ne? Natürlich ein sehr frühes Need for Speed für die PS1 und Need for Speed 2 Hot Pursuit. Auch für die PS1. Ja, und über die beiden Games habe ich mich dann schon sehr gefreut. Wie gesagt, ich habe alle 3 Games für einen 5er gekriegt. Ja, und 2 coole Rennspiele, ne? Auf jeden Fall richtig nice, ne? Und das war schon ein schöner Deal, ne? Muss ich echt sagen, ne? Also hier mit dem Switch-Spiel, ne? Gerade bei wegen der Mitgliedschaft, da kann man, ja, da habe ich schon ein bisschen was zu meckern. Aber da war ich echt, das war ein schöner Deal. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Weil ich sag dir, es tut mir so leid. Die sieht man gar nicht mehr so oft, die Vita-Spiele. Weil die Vita hat sie gar nicht so gut verkauft. Ist aber da vorne auf dem Tisch. Besser. Nee. Ja. Ich glaube, du kriegst ja auch keine neuen Spiele mehr, ne? Nein, die ist schon nicht mehr aktuell. Was willst du denn haben für die Spiele? Ich könnte sie vielleicht vertauschen. Ja, mach doch. Für eine Frage. Ja, und ciao. Ich habe keine Ahnung, kriegst ja nicht mehr wirklich dafür. Ja. Aber schon was. Sag was. Sag, was du ausgeben willst und dann sind wir uns schon einig. Komm, ich versuch einigermaßen fair zu bleiben. Ich gebe dir für alle ein 20. Ja. Machen wir? Okay, gut. Ja, und dann war ich bei jemandem, den ich kannte. Also, das war so. Also, dieser Dorfflohmarkt war nicht weit von meinem Wohnort. Und dann war ich bei jemandem, eine alte Schulkollegin von mir, die kannte ich, die war mit mir zusammen in der Schule.
ne, auch ewig nicht mehr gesehen gehabt. Ne? Und bei der war ich dann und die hatte Vita-Spiele. Ne? Nichts anderes, nur Vita-Spiele. Und ich habe mir aber gedacht, Vita-Spiele, ja, du hast keine Vita. Ich habe auch nicht vor, mir eine Vita zuzulegen. Und die sehe ich aber nicht oft, so Vita-Spiele. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich was Gutes für die Tauschkiste. Und so gab es 7 Vita-Spiele. Ich habe 20 bezahlt. Ich wollte auch nicht zu unverschämt. Ne? Ich hätte auch sagen können, ich gebe dir 2 Euro pro Spiel. Ne? Hätte ich auch machen können. Und ich glaube, weil die auch hätte die vielleicht auch gemacht. Gut möglich. Ne? Und ach komm, für ein 20, ne, hast du was in der Tauschkiste. Und das waren jetzt auch nicht nur gute Spiele. Ne? Und ja, ich zeig's euch mal eben. Einmal MXGP, ein Motocross-Spiel für die Vita. Dann Formel 1 2011, auch für die Vita. Die sind alle für die Vita. Ich sag das jetzt nicht noch extra immer, ne? Formel 1 2011 und keine Ahnung, was es ist. TRA auch dabei. Dann ein Lego-Spiel und zwar Shima Labels Journey. Ne? Lego. Ein weiteres Lego-Spiel und zwar Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Und dann gab es noch The Lego Movie, also noch ein Lego-Spiel. Und dann gab es noch kein Lego-Spiel, der Landwirtschaftssimulator 14. Ich habe jetzt nicht geguckt, was die wert sind. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die für mehr gehen, ne, als die 20 Euro für die 7 Spiele. Ne? Ich habe unter 3 Euro pro Spiel bezahlt. Ne? Also ich wusste, dass das gut ist. Das war mir schon bewusst. Ne? Und ja, ich habe, wie gesagt, ich habe keine Vita. Die kommen in meine Tauschkiste. Ne? Aber das war ein schöner Fund, muss ich echt sagen. Obwohl ich keine Vita habe, auch mal so Vita-Spiele zu finden. Wie, das kommt echt nicht oft vor. Ne? Und ja, so gab es 7 Vita-Spiele für ein 20. Fand ich echt nett. Ne? Und wie gesagt, die gehen in meine Tauschkiste. Es gibt ja den einen oder anderen Vita-Sammler und ja, dann gucke ich mal, mit wem ich das tauschen kann. Ne? Auf jeden Fall gab es 7 Vita-Spiele für 20. War auch gut, ne? Aber war auch bei einer Schulkollegin. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Tony Hawk oder so wäre auch cool, aber das hast du hier auch nicht bei, ne? Boah, habe ich ihm, glaube ich, verschenkt fast alles. Die Xbox-Spieler war echt ein Schnapper für ihn. Ja, ich weiß, das habe ich ja gesehen. Das Video war gestern auch schon, ne? Ja, gesehen, ja. Fast als Highlight, so als erster Ding-Anfang. Naja. Call of Duty, gut, Call of Duty 2 ist, glaube ich, auch ein cooles Spiel. Warum sind die alle noch sealed? Ich bin ein Sammler gewesen. Ich habe mal gekauft. Und dann hatte ich zu viele Spiele und nie gespielt dann wieder. Und da habe ich die irgendwann online als digital Download bekommen. Und dann im Regal liegen lassen. Ja, eventuell die beiden hier. Eines Tennis, das andere ist Call of Duty. Ja, sag Preis. Ja, sag mal was. Nee, komm. Sind jetzt auch nicht die Kracher, ne? Ja, aber es ist original verpackt, ne? Ja, die mache ich auf. Die sind nicht lange original verpackt. Die kommen so einen Preis, dann sage ich dir, ob es passt. Ja, da kann ich dir echt nicht viel für geben. Das ist nur Tennis. Sag was. Für beide. Wir reden jetzt nicht um einen. 10er. Ja, komm mit. Machen wir? Machen wir. Sehr gut. Ja, und dann war ich bei einem Sammlerkollegen, den ich mal bei Fairplay Ham kennengelernt hatte. Und bei dem habe ich mir 2 Xbox 360 Spiele mitgenommen. Und der hat auch viel Nintendo Stuff, ne? Also ist ein Sammlerkollege wirklich, ne? Und er hatte da aber vor allen Dingen Xbox 360 Sachen zu verkaufen. Und ich habe mir auch ein bisschen was rausgesucht. Wollte ich erst nicht, dann doch. Und ach komm, nimm was mit, weil es eigentlich... Ja, ich suche nicht mehr viele Xbox 360 Spiele, aber die, wo
wollte ich ja doch mitnehmen. Und zwar, die sind übrigens auch noch beide sealed. Ne? Und zwar einmal Smash Kirk Tennis 3. Ne? Fehlte mir noch, ne? Ein Tennisspiel. Ich weiß, da waren noch ganz viele andere gute Spiele, ne? Die ich auch hätte mitnehmen können. Ne? Teilweise hatte ich die schon und ja, ne? Wie gesagt, bei der Xbox bin ich eigentlich fast fertig. Bei der Xbox 360, bei der Classic nicht. Ne? Aber das habe ich mir noch ganz gerne dazu genommen. Ist auch sealed. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was die wert sind, aber ich glaube, das hier war auch gar nicht mal so schlecht vom Preis her. Und zwar Call of Duty 2. Call of Duty, jetzt würde ich denken, ja, Call of Duty, das ist doch das, was du immer findest, weil man, wie genau wie GTA, Assassin's Creed und FIFA. Aber Call of Duty 2 ist tatsächlich kein Billo-Titel. Ne? Also ein bisschen mehr geht da schon. Ne? Ist jetzt auch kein oberteurer Titel, aber für ein bisschen mehr schon. Und das ist so, der ist sogar auch noch sealed. Ne? Das habe ich früher immer mit Kumpels im Mehrspielermodus, haben wir es auf der 360 gespielt bei Kumpels. Und ja, dann gegeneinander abschießen, da musste man sich verstecken und so, dass der andere eigentlich sieht und so. Und dann mit dem Scharfschützengewehr und so. Und also auf so einer Karte, ne? Das war schon cool, ne? Deswegen wollte ich das ganz gerne haben. Ja, zu sealed, die bleiben natürlich nicht sealed, aber ich sag mal so, ne? Auch wenn man Sealed-Spiele kauft, kann man halt sicher sein, dass sie neu sind, ne? Das ist eigentlich auch ganz nett, ne? Aber die bleiben nicht sealed, ich bin kein Sealed-Sammler. Wisst ihr aber auch, ne? Ja, die beiden gab's für einen Zehner, ne? Wie gesagt, das ist gar nicht mal so ganz günstig. Beim Tennis weiß ich nicht, habe ich jetzt aber auch nicht nachgeguckt. Ja, gab's die beiden für einen Zehner. Bei einem Sammlerkollegen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Ja, obwohl, vielleicht kann ich das zum Tauschen gebrauchen. Das Gute ist das schon mal mit Modul. Es gibt inzwischen viele, das nur Download-Code. Ja, ja. Habt ihr auch nicht einen alten Gameboy? Ihr kommt doch auch aus der Zeit. Ne? Ich habe nie einen besessen. Macht ihr auch für drei? Dann nehme ich's mit. Machen wir? Okay, cool. Ja, und dann gab es ein Switch-Spiel. Ja, jetzt werdet ihr lachen. Also nichts Besonderes. Und zwar meine Tierklinik Hund und Katze. Ja! Und zwar für den Nintendo Switch. Da war nichts anderes, aber da haben sie gesagt, hier ist noch ein Switch-Spiel, guck mal. Und dann habe ich gesagt, na toll, ne? Aber nachdem die sich auf den Preis von 3 Euro eingelassen haben, habe ich gesagt, okay, warum denn nicht, ne? Ich habe auch gerne mal so Trash-Spiele und so Quatsch, ne? Und probiere das mal aus, ne? Und für 3 Euro, dann habe ich gesagt, nimm das mit. Später habe ich mich gewundert, das geht für deutlich mehr bei verkauften Artikeln. Das geht, glaube ich, für um die 20 Euro. Da habe ich mich dann echt gewundert. Ne? Und ja, geht erstmal meine Sammlung, ne? Auch wenn es ein Trash-Spiel ist. Ja, meine Tierklinik Hund und Katze. Ne? Also ja, dann werden wir mal gucken, was die Hunde und Katzen so brauchen. Ich persönlich bin übrigens eher der Katzenfan. Ich habe nichts gegen Hunde, ich bin kein Hundehasser. Aber ich mag mehr Katzen. Ne? Ich habe auch 2. Ne? Und ja, ne, können wir jetzt auch wieder eine Debatte führen, ne, wer was man besser findet und so. Bei mir sind es Katzen, aber ich kann auch jeden verstehen, der Hunde mag, vor allem zum Spazieren gehen. Und auch Hunde, ne, sind ja auch, können ja auch nette Wesen sein, ne? Katzen aber auch. Ja. Und da gab es auf jeden Fall meine Tierklinik für Hund und Katze für 3 Euro. Für die Nintendo Switch. Ja, ich würde sagen. Wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sei einfach mal, weiter geht's. Verkauft ihr die nur komplett, die PlayStation, oder auch einzelne Spiele? Ja, auch einzelne, um Gottes Willen. Okay. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwas? Einen alten Gameboy oder sowas? Nein. Okay, schade. Der war bei mir im Wohnzimmer die ganze Zeit. So, beim DVD gucken, die Bescheid, habe ich nie benutzt. Weil, okay. In der Zeit von Netflix und Amazon. Und der mittlere mittlerweile die 5er, ne? Ja, das glaube ich wohl. Und daher, und die Kira hat ja erstgeboren vorne mitgenommen, irgendwie, dass wir dann nochmal ein bisschen zocken können. Und dann hat es da auf, kleine Switch hätten wir noch, aber die hat ja dann die kleine. Ja, klar. Was wollte ich für die beiden haben? Wie sind das? Lego und Dragon Ball. Sind 4 Euro pro Spiel okay? Oh. Ich hab schon Spaß hier. Beide für 6. Machen wir. Cool. Ja, dann gab es 2 PS3-Spiele. Die hatten auch noch eine PS3. Die hat mich nicht interessiert. Die wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber die 2 Spiele habe ich mir rausgesucht. Haben sie auch einzeln verkauft. Und ich habe 3 Euro pro Spiel bezahlt. Also,
6 Euro für beide. Einmal Gas Dragon Ball All. Ich spreche es richtig aus. Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi gab es einmal. Fehlte mir noch, ne? Habe ich mir gern mitgenommen. Und fehlte mir auch noch Lego Jurassic World. Die Lego-Spiele, auf jeden Fall immer meistens solide Spiele, spiele ich ganz gerne. Ne? Und ja, das war vom Preis nicht schlecht. Ne? Also ich habe 3 Euro pro Spiel bezahlt. Das hier geht sogar mal um die 10, habe ich gesehen. Das ein bisschen weniger, meine ich. Und ja, hätte ich aber nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist eher andersrum. Und ja, ist aber anscheinend so. Und ja, mir fehlen aber beide und ich habe die gerne in meine Sammlung aufgenommen. Ne? Dragon Ball und Lego. Ne? Die beiden gab's. Auf jeden Fall auch ein netter Fund, ne? Für 3 Euro pro Game. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ich wollte eigentlich irgendwo die rote Wanne leer machen, weil ich da auch noch die Eine Frage, haben Sie noch irgendwie was in Richtung Spiele? Nur die. Auch nicht einen alten Gameboy oder so? Nee. Okay. Wir haben noch alte Gameboys, aber ich weiß jetzt nicht, wo die sind, ey. Okay. Die sind. Okay. Ja, ich glaube, die sind nichts hier für mich. Hi. Nee. PS4 sammle ich nicht. Eigentlich ganz schöne Spiele. Okay, trotzdem danke und viel Erfolg heute noch, ne? Danke. Okay. Ja, Mann, ja. Gucken, ob die komplett sind. Was wollen Sie für die haben? 2 Euro. Pro Stück? Mhm. Da handle ich nicht mehr, das machen wir. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, wo wir gerade bei der PS3 waren, machen wir doch weiter mit der PS3. Es gab nochmal 2 PS3-Spiele und die waren 2 Euro pro Spiel. Und die fehlten mir beide noch. Bei dem war ich mir nicht sicher, aber anscheinend habe ich es tatsächlich noch nicht. Und zwar, ich muss noch mal genau gucken, aber ob ich mich verguckt habe, aber ich finde es nicht in meiner Sammlung. Und zwar gab es einmal Far Cry, welcher Teil ist es denn? Far Cry 3, ne, gab es. Ich glaube, es ist ein Kriegsspiel, oder? Oder vertue ich mich? Ne, nie gezockt. Auf jeden Fall Far Cry 3 gab es für die PS3. In der PEGI-Version übrigens. Und ebenfalls in der PEGI-Version Army of Two, The Devil's Cartel in der Overkill Edition. Und in dieser Overkill Edition, also ich habe noch ein anderes Army of Two gefunden bei eBay Kleinanzeigen, bei eBay Verkaufsartikel. Das andere ist günstiger als das. Das hier geht tatsächlich für um die 20 Euro. Ne? Also verkaufte Artikel zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Ne? Und ja, hatte ich noch nicht. Wusste ich auch nicht, dass das so teuer ist, ne, zu dem Zeitpunkt. Ich kannte das Spiel nicht, bin ich ganz ehrlich. Und aber ich wusste ganz genau, für 2 Euro pro Spiel kannst du da nichts falsch machen. Ne? Und da ich auch beide noch nicht habe, war das schon okay. Ne? 2 Euro pro Spiel. Gab es zwei weitere PS3-Spiele. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Ne? Und das ist auch so ein Abschlussdeal. Ich würde einfach sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Weiter geht's. Okay. Guck mal das mal an. Da war keine Plan. Das ist überhaupt interessant. Okay, die, ja, wenn dann vielleicht das, weil das fehlt mir. Die. Das sind ganz alte. Okay. Da müsste ich aber noch mal eben gucken. Das Gerät dazu haben Sie nicht mehr. Doch, habe ich eigentlich auch. Lecker warm. Ja. Ich weiß aber nicht, müssen wir Batterien machen, ob der noch funktioniert. Okay, im Zweifel kann ich den reparieren oder reparieren lassen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ich hätte noch die, da müsste ich aber gucken, ob ich die Spiele finde. Die sind nicht dabei? Doch, die habe ich wenn oben. Wenn die jetzt nicht interessant sind, suche ich die nicht.
Das Rote habe ich, das Grüne nicht. Aber also, da müssen Sie jetzt nicht unbedingt so. Wenn, dann ist es an einer Stelle, da würde ich dann jetzt nochmal gucken. Okay. So einen roten habe ich noch gar nicht. Schon wieder, hast du auch keine Ahnung von? Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Ich bin da, ich müsste jetzt googeln, wenn ich ehrlich bin. Soll ich einfach mal eine Zahl im Raum schmeißen? Für alles 30? Ich gesagt, ich hab keine Ahnung. Ich kann es mal einmal. Ich sage Ihnen sowieso, ne? Also wenn, bei eBay, bei Kleinanzeigen wäre es natürlich teurer, ne? Das weiß ich, dafür sind wir ja auch hier zum Verhandeln. Ja. Bei dem weiß ich jetzt leider nicht, ob ich was dran machen muss, ne? Bei ich dem. Kann aber mal eben, ich könnte Batterien reinmachen. Das können wir machen. Jetzt kannst du mal eben hier holen. Ich habe da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass wir das jetzt hier vielleicht verkaufen könnten. Aber wie gesagt, selbst wenn er nicht laufen sollte, ich erkenne Leute, die das reparieren können. Ja. Dann muss das Spiel, also das ja. Geht so auch, ja. Zeigt das natürlich nicht an, ne? Auch keine Streifen, Ton ist da, eigentlich müsste er gehen. Gut, der Rute ist jetzt natürlich bei eBay für 80 Euro drin. Das ist natürlich jetzt kein Maßstab, ne? Ja. Wahrscheinlich. Also wenn Sie, wir können auch noch verhandeln, ne? Also wenn Sie, das ist jetzt, das war jetzt mein Einstiegsangebot, die 30 Euro. 30 finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Dann sagen Sie mal was. Dann vielleicht können wir uns ja irgendwo treffen. Ja, ist doch ganz einfach. Wenn der für 80 drin ist und die Spiele auch noch dabei sind. Ja gut, der ist für 80 da VB drin, ne? Muss man ja auch sagen. Das hier zum Beispiel, das ist ein 2-Euro-Spiel. Ja, ne? Das weiß ich. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen begehrter. Das ist begehrter. Ich sag jetzt mal, ich würde jetzt einschätzen, ein 10er. Ja, das stimmt. Das war bei eBay auch. Ja, ein 10er. 12, 15 Euro. Und die hier, ne? Tennis ist nicht so interessant. Sportspiele sind meist nicht interessant. DuckTales ist einigermaßen beliebt. Würde ich jetzt aber auch, vielleicht auch ein 10er. Ne? Das weiß ich nicht. Und das war auch ein 10er ungefähr, denke ich jetzt mal. Was war die 60? 60, sag mal 60. Dann sag ich 50. Dann sag ich okay. Machen wir? Ja. Super. Ja, Leute. Und dann. Die Gameboy-Serie hält an. Ne? Ich weiß auch nicht, was dieses Jahr los ist. Es ist schon der 4. Gameboy, den ich dieses Jahr finde. Die Gameboy-Serie reißt nicht ab. Ne? Also, ich weiß auch nicht, warum ich die letzten Jahre das nicht so oft hatte. Aber dieses Jahr ist wahrscheinlich einfach Glück. So, es gab einen Gameboy. Und zwar einen, den ich noch nicht hatte. Ein Classic in Rot. Richtig nice. Der funktioniert auch. Den haben sie mir da mit Batterien ausprobiert. Läuft einwandfrei. Richtig nice. Ne? Also ein roter Gameboy. Richtig cool. Und ich habe am Ende 50 Euro für alles bezahlt, was ich euch jetzt zeige. Ich habe versucht, natürlich so niedrig wie möglich anzusetzen. Und um mich ungefähr da zu treffen, wo wir uns getroffen haben. Fuffi, super gut für mich. Ne? Und ich war auch relativ ehrlich, ich habe ja auch gesagt, dass das für mehr geht und für was die Spiele ungefähr gehen und so. Und die haben trotzdem 50 Euro gemacht, 60 vorgeschlagen, ich habe dann 50 gesagt. 50 Euro sind für mich auch eine Menge Geld, ne? Und das war aber okay, ne? Also einmal den roten Gameboy, richtig nice. Der ist auch wirklich in Top-Zustand, ne? Also richtig nice. Dazu gab es 4 Gameboy-Spiele, die ich alle schon habe, aber gut für die Tauschkiste sind. Und zwar Paperboy, und die Spiele sind übrigens auch alle im Top-Zustand. Paperboy habe ich schon. Ich werde gucken, welche Version besser ist. Ne? Also gilt jetzt für alle Spiele. Das Spiel habe ich sogar im OVP, und zwar Othello. Dann gab es DuckTales. Auch DuckTales habe ich bereits, aber auch das ist in einem wirklich sehr guten Zustand.
und ich gucke, welcher Zustand besser ist. DuckTales gab's. Dann gab's noch Tennis. Ne? Auch Tennis habe ich schon in der Sammlung. Die habe ich alle schon, aber ich habe mir gedacht, die kannst du gut mitnehmen zum Tauschen. Ne? Ich weiß aus Erfahrung, ne? Zu tauschen ist gar nicht immer so einfach, was zu finden. Aber Gameboy-Spiele gehen meist ganz gut. Ist tatsächlich so. Gameboy-Spiele gehen meist ganz gut. Im Gegensatz zu anderen Sachen, die ewig in meiner Tauschkiste rumliegen, gehen Gameboy-Spiele ganz gut zum Tauschen. So, die gab es da noch dazu. Wie gesagt, alles für 50 Euro. Und zwei DS-Spiele dazu gebundelt. Einmal die 42 Spiele-Klassiker mit irgendwelchen Kartenspielen und irgendwelchen Kram. Das ist natürlich ein Billo-Spiel. Also glaube ich zumindest. Und fehlte mir aber noch in der Sammlung, habe ich mir das gerne mitgenommen. Warum denn nicht, habe ich mir gedacht, komm, nimm das mit. Ne? Und einmal die 42 Spiele-Klassiker war noch dabei und ein besseres DS-Spiel, und zwar Professor Layton und die verlorene Zukunft. Ich habe das schon mal gesagt, ich habe das in der blauen Version, also ich habe ein blaues Professor Layton und ein rotes Professor Layton. Jetzt habe ich auch endlich das grüne gefunden. Ich hatte da schon mal die lose Hülle von gefunden. Habe ich auch noch in meiner Tauschkiste irgendwo. Aber jetzt habe ich es endlich in der Sammlung. Richtig nice. Ja, Professor Layton und die verlorene Zukunft gab es auf jeden Fall. Richtig cool, ne? Und auch da habe ich denen gesagt, dass das, ich glaube, für 10 geht oder so. Ne? Und vielleicht liege ich falsch, vielleicht geht es auch für 15, ich weiß es nicht genau. Ne? Aber, ne, also, das war schon gut, das alles jetzt hier für 50 Euro zu kriegen. War schon sehr gut, ne? Auch mit dem Gameboy und so. Richtig nice, ne? Also, vor allen Dingen der Gameboy geht in meine Sammlung und die beiden DS-Spiele gehen auch in meine Sammlung. Nur die vier Gameboy-Spiele gehen in meine Tauschkiste. Ja, ne? Also, wie gesagt, die Gameboy-Serie hält an, aber wir nähern uns ja auf dem Saisonende. Also, wäre schon ein Ding, wenn ich noch ein Gameboy finde dieses Jahr. Ja, das war's dann aber auch schon wieder mit Patricks Zockerbude. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's. Euer Patrick.